Ja, neue Folge, neues Pech von Super Mario Sunshine. Ich habe kurz das Spiel gekillt, sorry. Wir machen weiter und hoffentlich ist es die letzte Folge, die wir in... Nein, es ist nicht, ich stelle mich jetzt schon gut an. Die wir in Welt Nummer 8. Plaza de la Palma verbringen. 10 Palmer brauchen dich. Also letzte Folge habe ich euch gebraucht und ihr habt mich eigentlich nur in den Abgrund geworfen. Also ich sehe keinen Grund, euch hier irgendwie zu helfen. Auch ein Zeitlimit. Oh nein, ich war nur kurz weg und nun dies. Ich kann es nicht glauben, noch so ein Unheil. Einige Dorfbewohner stecken in dem feurigen Schleim. Vor kurzem habe ich noch alle evakuiert. Was geht hier nur vor sich? Ihr könnt heulen. Ja, das nennt sich Karma, weil ihr mich letzte Folge alle in den Tod geworfen habt. Ach, das Zeitlimit beginnt jetzt schon. Ja, ich habe da rechts schon gleich welche gesehen. Oh, arme kleine Werfer. Das sind gleich zwei, das habt ihr gut gemacht, Leute. Ja, ich weiß, dir geht's noch immer nicht gut. So, Nummer 3 haben wir auch. Da ist auch noch einer, dem es offensichtlich gar nicht mal so gut geht. Ach, dahinter steckt da noch einer. Wie er einfach daneben steht. Ja, ihm geht's nicht so gut, aber es ist mir egal. Das war schon Nummer 5. Hier befindet sich direkt Nummer 6. Geht ja recht gut dahin. So. Hier ist Nummer 7. Läuft ja ganz gut eigentlich. In die Richtung sind das sicher auch noch welche, oder? Ja, da ist noch einer. Da vorne ist auch noch einer. Oh, ein Baby. Na gut, ich... Dich rette ich mal, du bist keines von den Arschlöchern, das mich verrecken hat lassen. Das mich verrecken lassen in den Tod geworfen hat. So, das war Nummer 9. Wo ist Nummer 10? Da oben sind keiner. Tatsächlich finde ich das letzte jetzt nicht. Den letzten Palm und an dem wird es scheitern. Da hinten ist keiner, das kann ich mir kaum vorstellen. Ach, da bist du. Jetzt aber schnell. Ach, 40 Sekunden geht sich locker aus. Endlich mal eine Mission, die geglückt ist. Ja, Kollege. Cool, dass du mich gerettet. Vielen Dank. Oh. Hallo. Warte, gebt ihr mir alle blaue Münzen? Ich habe ja viele von euch befreit. Eigentlich alle, die hüpfen. Cool, dass du mich gerettet. Vielen Dank. Ja, tatsächlich. Das war blaue Münze Nummer 2. Der Grund, warum ich euch hasse. Hey, böse. Nummer 4. Alter, hier regnet es blaue Münzen. Nummer 5. Hast du mir schon eine gegeben? Jetzt schon. Nummer 6. Die kleinen Palmas geben mir auch was. Boah, ich lasse nichts mehr verrecken. Ihr gebt mir kein Geld. Das finde ich sehr unhöflich.
7, 8 und dann noch die letzten beiden. Und die großen Palmas geben meine Münzen. Ja gut, die Kinder haben noch kein Cash. Da könnten sie sich doch irgendwie anders erkenntlich zeigen. Da, noch eine blaue Münze. Und ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viele Münzen. Und befreit haben wir jetzt auch alle. Wir haben von dir hinten eine bekommen. Von den beiden Kindern. 1, 2, 3. Von dir 4, 5, 6, 7, 8. Es hüpft keiner mehr vor Freude, also gehe ich davon aus, dass wir alle haben. Ja, Bürgermeister. Ich werde dann hier, um das Cash abzuholen. Oh, warte noch. Wait a second. Alter, haben wir viele blaue Münzen gesammelt. Hallo, Kollege, bleib stehen. Wir schulden dir etwas. Ja, das tut ihr. Ganz eindeutig. Und gut, sie kommt in ein Eck, wo ich nicht verrecken kann. Ja. Das ist schon Shinespread Nummer 71 und 81 blaue Münzen haben. Ist nicht so schlecht. Ich bin durchaus zufrieden mit unseren blauen Münzen, vor allem weil wir jetzt noch so viele gesammelt haben. Viel mehr werden wir eh nicht sammeln, also. Wir werden nicht alle blauen Münzen sammeln. Das habe ich am Anfang gesagt, aber das ist mir einfach zu blöd. Es gibt 240, glaube ich. Oder nein, man kommt dann nach 200, ich weiß nicht. Es gibt abartig viele. Allerdings geht es mit Anleitung eigentlich auch. Aber jetzt machen wir mal weiter. Jetzt müsste Mission 7 anstehen. Das ist in der Regel was mit Mario Morgana. Ja, Mario Morgana dreht durch. Wann dreht der nicht durch? Ich habe mich in letzter Zeit gar nicht mal so clever angestellt. Aber mal schauen, was ich jetzt zusammenbringe. Was? Machst du, kleiner Bastard? Auf alles anzuzünden! Hey, nimm Schaden! Ah, fuck. Da zündet er mich auch noch an, der kleine Schlingel. Du bist also Stress. Tja. Los, bleib stehen! Wie viel Wasser willst du denn noch haben? Verdammt! Wie oft hittet er mich jetzt noch? Wenn ich so weitermache, gehe ich noch drauf in einer Mario Morgana Mission. Endlich! So. Ah, das vergesse ich dir nicht. Ist okay. Hat er mir jetzt noch Damage gemacht? Hallo, sammle sie bitte ein, danke. Und damit erhöhen wir auf 72. Es läuft. Was wird das? Ach stimmt. Naja, wir haben Mario Morgana nun in jedem Level gefangen. Damit wird uns angezeigt, wir können uns zum Finale geben. Ich habe aber noch was vor, weil es ist jetzt ganz, der ganz... Es steht ganz Plaza Delfin unter Wasser, oder wie? Ach du Scheiße. Und wie komme ich jetzt überhaupt noch mal drauf? Ich meine, ich verstehe, wo er hin will. Er will das Finale einläuten, aber...
Und alle stehen am Dach, weil Hochwasser ist. Was willst du jetzt? Soll ich dir jetzt folgen, Mario? Morgana? Das wird nicht passieren. Ja, schöner, wo sind jetzt die Düsen? Ich will da nochmal nach oben. Ja, es ist wirklich heller. Sind unsere Dinge Sonne zurück? Nein, sind sie nicht. Mario Morgana dreht sich um, ich speichere hier jetzt sicherheitshalber mal. Mir hat das nämlich zu viel Finale-Charakter, ehrlich gesagt. Ja, ich folge dir nicht, da startet das fucking Finale. Ich will da nach oben zu Welt 8. Aha, hier gibt es noch was zu holen, aber ich hätte gerne die Düsen. Lacht, ich fürchte, ich muss da einen Cut machen und mal nachschauen, wie das genau funktioniert. Ja, sichern und weiter, schön, aber... Oh Gott, Leute, das war eine Tortur. Es war eine absolute Tortur, man kommt darauf. Ich kann sie kurz zusammenschneiden, wie ich darauf... also ich hab's euch jetzt kurz reingeschnitten, wie ich darauf komme. Es ist nicht gewollt, sagen wir so, aber es geht. Aber wir können das, diese letzte Welt abschließen, bevor wir den Bosskampf bestreiten. Lässt halt Münzenjagd beim Papustfest. Naja, die feiern jetzt ordentlich. Als ob schon alles gelaufen wäre. Alter, sieht das geil aus. Naja, ich soll jetzt hier Münzen sammeln, oder wie? Das kann ja nur Stunden dauern. Alter, was geht hier ab? Ich bin auf jeden Fall ordentlich am Feiern. Hey, da hinten ist der Vergnügungspark. Da kann man rauflaufen, das ist schon mal schwer verdächtig. Finden wir hier irgendwelche Münzen? Nein. Ach, da rechts ist sie. Ob wir darauf kommen, das bezweifle ich mal. Oh, hi. Hi, Münzi. Okay, mache ich mal einen weiten Sprung. Ja, das war jetzt nicht so mega perfekt, aber auch nicht katastrophal. Ah, Mario, nicht abrutschen. Das wäre voll cool von dir. Mario, nicht abrutschen. Das wäre voll cool von dir. Es ist halt so dämlich mit den anderen Blättern, dass wir die ganze Zeit da im Weg sind. So. Allerdings. Hier haben wir schon mal die erste. Ich finde auch toll, dass hier am Anfang einfach nichts angezeigt wird. Also das Spiel juckt es einfach nicht. Die ganzen Kisten hier schauen natürlich verdächtig aus. Oder auch nicht. Ach komm, da hinten bei den 1000 Kisten ist doch garantiert etwas. Hier nämlich auch nicht. Und ich hoffe mal, dass im Untergrund... Oh, was heißt ich hoffe? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass im Untergrund auch welche sein werden. Kaputt! Ah, war doch... Mein Instinkt, dass sie sich im höchsten Stapel verbirgt, war also korrekt. So. Das war der zweite Streich.
Ich gehe davon aus, dass wir hier runter müssen. Irgendwo. Da ist ja der Fluss, in dem irgendwie da Wasser drin? Nein. Irgendwo sollte es hier nach unten gehen. Hier geht es nach unten. Was macht denn alles so eine Party? Was ist denn passiert? Habe ich was versäumt? Ach ja. Oh, da hängen. Oh, 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 oh. Wie viele Münzen gibt es im Untergrund? Ich hoffe mal, das ist die einzige, die da. Wo war sie? Da drüben. Ich will jetzt einfach hier. Ich habe das vorhin einmal aus Versehen gemacht. Das war eigentlich nicht gewollt, deshalb speichere ich jetzt hier. Aber es funktioniert. Knirsch, knirsch, knirsch. Und wir haben die dritte rote Münze. Die Sache hat nur einen Haken. Wobei, nee, hat sie gar nicht. Ich muss einfach nur auf den Pilz jetzt hier. Nein! Weißt, ein Spiel, das sowieso eine scheiß Kamera, denkt sich noch, ja, also. Da unten, da könnten wir noch sowas machen, wo die Kamera zwischen oben und unten herumschwenkt. Aber das haben sie eigentlich erstaunlicherweise ganz gut hinbekommen. Gerade im Vergleich zu. Oh, da oben ist gleich die nächste. Wir werden definitiv Probleme haben bei Bowser. Wobei, soweit ich es mitbekommen habe, ist der ja gar nicht so heavy. Nummer 4, damit haben wir schon die Hälfte erledigt. Ich frage jetzt, muss ich jetzt, haben die das den Rest irgendwie in die Lüfte gepackt? Oder da ins Wasser? Oder ja, tatsächlich. Eines tatsächlich im Wasser. Und sogar eine Energieanzeige. Oh, das finde ich aber schön mit dem Wasserfall hier. Das ist echt nice gemacht. Da vorne sehe ich gleich die nächste rote Münze. Ja, ich muss das dann irgendwie alles irgendwie möglichst. Da war doch gerade noch einer. Oh, ha, ha, hallo. Ich habe ich aber nicht auf meiner Liste. Oh, das ist eine rote Münze, die. Blaue Münze war nie auf meiner Liste. So. Nee, nee, fortfahren. Ich speichere so ab. Ah, komm, in den letzten zwei wird es nicht scheitern. Sagte er und starb vermutlich. Eieiei. Da oben haben sie doch sicher auch eine platziert. Und selbst wenn nicht, habe ich da oben immer einen guten Überblick. Oder war die Plattform nur fürs Rennen? Die war nur fürs Rennen. Aber immerhin kann ich mich jetzt umsehen. Hm. Oh, die ist, ihr seid aber gemein. Ihr seid ja richtig fies. Und da soll ich jetzt vorbeikommen, ohne zu sterben. Was? Was hat mich jetzt gestochen? Habe ich gerade eine Biene gestochen? Wassertank ist auch mittlerweile leer, doch meine ganzen tollen Ideen. Die letzte ist vermutlich richtig asozial. Natürlich, natürlich ist ganz ohne Palme. Warum habe ich mir gedacht, dass sie auf der großen Palme ist? Das war zu erwarten. Was nicht zu erwarten ist, wie ich darauf komme. Das ist ganz klar die niedrigste Plattform. Ja. Ja. Es ist halt irgendwie, also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass Mario immer dieselben Attacken macht, also dieselben Jumps macht. Und dadurch wird das Ganze halt ziemlich belastend. Obwohl es bis jetzt eigentlich immer recht gut geklappt hat. Ich meine, da geht hier das Wasser aus. Das wäre tatsächlich ziemlich belastend. Ich bin gleich beeindruckt, wie hoch Mario kommt. Wie soll sie mit der Hilfe der Schaukel raufkommen oder was? Das ist doch schon zum Scheitern verurteilt.
wenn ich es sehe. Ach nee, ist es gar nicht. Gar nicht mehr so heftig. Los, 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 wir haben es geschafft. Ich bin gerade von mir selbst ein bisschen beeindruckt. So. Hallo. Ah, natürlich will ich die Raketendüse. Hat er gedrückt, eine Raketendüse aufzuladen? Ja, wo soll ich hin? Und jetzt? So, nach Versuch 839 merkt der Durchschnittstrottel, also ich, dass es hier ja einfach eine Plattform gibt. Von der man nochmal ganz nach unten fallen kann, das finde ich jetzt besonders cool. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich glaub's nicht. Das heißt, wir haben es geschafft, wir sind jetzt mal oben. Geschafft ist hier noch absolut gar nicht. In der mittlerweile 40 Minuten langen Folge. So, und auf irgendeinem Platz soll jetzt natürlich hier noch eine rote Münze sein. Auf welchen, weiß keiner. Das ist es nicht. Ach, das ist da. Das ist aber schön. Da kann man nochmal gut runterfallen. Wow, ich hab's tatsächlich geschafft. Ich bin gerade von mir selbst ein bisschen beeindruckt. Nur eine Frage. Wie komme ich da hin? Das erschließt sich mir nicht ganz. Ich soll mich jetzt nicht den Blumen entlang handeln, oder? Das ist nicht das, was ich von mir wollte. Ja, ach so. Oh. Das ist so eine Art Taxiway. Okay. Komm her. Komm. 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 Dass er mich hier jetzt irgendwo fallen lässt. So. Und ab hier ist der Punkt, ab dem ich keinen Bock mehr habe. Wir haben die letzte Shine Sprite im Spiel, also der 8 Welt. Es gibt noch diese Zusatzdinger, bla bla bla, für Munzen noch Zeit. Auf die ich absolut Lust habe nach der Mission. So, wir erhöhen auf 73 Shine Sprites. Das sind eigentlich eh recht viele. Das Spiel möchte mich noch immer in das Finale locken. Das machen wir nächste Folge. Lasst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Aber nicht vergessen. Ich glaube, ganz viele Kram vorbei. Danke fürs Zuschauen. Wir fallen jetzt wieder aus dem Himmel. Und jetzt ruhe ich mir einen Krankenwagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.